Hallo und herzlich willkommen bei Chefküche Homemade. Ich zeige euch heute ein Rezept für gefüllte Paprika. Dafür benötigen wir frische Paprika, ein verschiertes Fleisch, gekochten Reis, frische Petersilie, geschnittene Zwiebel, Butter, Mehl, ein Ei, Zucker, etwas Essig und eine Tomatensauce. Und jetzt fangen wir an, unsere Paprika auszuhüllen. So, als erstes nehmen wir unsere gewaschenen Paprika, schneiden uns hier das obere Stück ab und hüllen das Innere mal aus. So. Unsere Paprika sind jetzt fertig ausgehüllt, die geben wir jetzt mal auf die Seite und wir rösten jetzt unsere Zwiebel einmal goldgelb an. So, nachdem unsere Zwiebel etwas goldbraun angebraten sind, geben wir sie wieder zurück in eine Schüssel und lassen sie auskühlen. Nachdem wir jetzt unsere Zwiebel angeschwitzt haben und die jetzt einmal auskühlen müssen, fangen wir mit unserer Tomatensauce an. Dafür machen wir uns mal eine Mehlspitze. Das heißt, wir schmelzen uns unsere Butter im Topf, geben das Mehl dazu oder man sagt in der Fachsprache, wir bestauben das Ganze. So, jetzt stauben wir das Ganze. Schauen, dass wir das Mehl etwas auskochen, damit das Ganze nicht so einen mehligen Geschmack dann hinterher hat. So, jetzt löschen wir mit wenig Wasser mal ab. Und jetzt geben wir unsere Tomatensauce dazu. Lassen das einmal aufkochen für ein paar Minuten und dann würzen wir das mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker und zum Schluss geben wir den Essig dazu. Jetzt kommt dann unser Zucker dazu, der Essig, das lassen wir jetzt noch etwas leicht köcheln und jetzt machen wir unsere Fleischfüllung. Das Fleisch, den gekochten Reis, die Zwiebel, die gehackte Petersilie und das Ei in die Schüssel und verrühren das Ganze zu einer Masse und würzen das mit Salz und Pfeffer. So, unsere Masse ist jetzt fertig und jetzt füllen wir unsere Paprika. Ich habe mir jetzt schon eine feuerfeste Schüssel hergerichtet, wo ich die Paprika danach hineinsetzen werde und jetzt füllen wir sie einmal. So, setzen Sie schön in unsere Schüssel. Den Backofen habe ich schon auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt.
So, jetzt sind unsere Paprika in einer Schüssel. Wir verschließen sie mit dem Deckel. Und jetzt kommt unsere Tomatensauce darüber. Jetzt verschließen wir noch unsere Paprika und ab in den Ofen. So schauen jetzt unsere fertigen gefüllten Paprika aus. Ich habe mir jetzt noch Salzkartoffeln dazu gekocht. Ich wünsche euch ebenfalls viel Spaß beim Nachkochen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal.